Hallo Gabi, was machst du heute? Ich möchte heute einen ovalen Brotkorb flechten. Dafür brauchen wir für den Boden natürlich wie immer die Bodenstöcke. Ich habe mir 6 Bodenstöcke à 16 cm geschnitten und 3 Bodenstöcke à 22 cm. Dann brauchen wir das Wickelrohr. Dann brauchen wir 120 cm lange Walden, die sind schön dünn, weil das ja ein kleines Brotkörbchen wird, und ein bisschen Reste. Als erstes sortiere ich mir die Bodenstöcke, die beiden dicksten und die beiden dünnsten. Da haben wir sogar noch einen als Ersatz, den legen wir uns mal hier hin. Und spalten als erstes den dünnsten Bodenstock auf. Stecken den dicksten Längslagebodenstock durch, dann wieder den dicksten Querlagebodenstock. Wir müssen jetzt ein bisschen vorsichtig arbeiten, weil die eben so klein und dünn sind, die Bodenstöcke. Dann die beiden mittleren. Und wieder ein dicker. Und wieder zum Schluss ein dünner Bodenstock der Querlage. Dann stecken wir die beiden Längslagebodenstöcke rechts und links. Nehmen den ersten langen Bodenstock durch und verteilen nun die Bodenstöcke. Und zwar muss ja der Abstand hier und hier derselbe sein. Dann der Abstand hier und hier. Und der Abstand hier und hier. So. Und dieser Abstand muss hier wie hier derselbe sein. Anschließend fangen wir wie immer bei den ovalen Bögen an zu wickeln. Wir nehmen hier Wickelrohr dafür. Das habe ich jetzt etwas schmäler gewählt wie bei den größeren ovalen Bögen. Und wickeln uns jetzt die Bodenstöcke schön eng beieinander. Nun suchen wir uns 4 dünne Walden aus diesen 120er Walden heraus. Und spitzen die am Stammende an. Machen es nochmal etwas nass. Und stecken die Weiden hier ein. Und beide Seiten. Fangen jetzt an zu fitzen mit 2 Weiden. Und auch mit diesen anderen beiden Weiden eine Fitze. Jetzt ist es so, dass wir genau wie immer bei den ovalen Bögen hier an diesen Stellen ja fitzen, aber an den Längsseiten eigentlich eine Schicht flechten.
Das geht also erstmal immer abwechselnd, die ersten Runden. Und wir denken dran, dass wir nach der zweiten Runde die Bodenstöcke, die nachher einzeln umflochten werden, schon mal ein bisschen in die Richtung biegen, in der sie nachher auch beim Boden stehen müssen. So, das heißt, diese werden einzeln umflochten. Hier diese mittlere Querlage, diese Bodenstöcke werden ja nachher beide gleichzeitig zusammen umflochten. Wir haben in einem früheren Video ja schon einmal gezeigt, wie ein ovaler Boden geflochten wird. Hierbei ist es genauso, nur dass eben die Maße des Bodens andere sind. Aber sonst genau wie auch bei dem früheren Video. Das heißt, wir flechten insgesamt 4 Runden mit diesen insgesamt 4 Weiden. Jeweils 2 Weiden werden gefitzt und anschließend können wir dann den Boden in der Fitze vollflechten und umflechten die Bodenstöcke einzeln. Zwischendurch machen wir uns die Spitzen auch mal immer wieder nass, wenn sie zu trocken werden, damit sie nicht brechen. So, jetzt können wir weiterflechten mit diesen beiden Spitzen in der Fitztechnik und setzen erstmal abgeschnittene Reste wieder an. Die sind schön dünn und die können wir jetzt gut beim Boden einflechten.